Der ist raus. Talin in der Seite. Mit AP. Das tut weh. Oh. So. Sword of the Storm Raven. Und JHZ80. Dankeschön für eure Follows. Herzlich willkommen. Hi. Ich bin da. Ich war. Eine Minute geht. Ich hatte Internetprobleme. Nee, ich habe keinen Scoutplan mehr. Ich habe jetzt einen Jäger. Nur jetzt macht es gerade keinen Sinn mehr, einen Jäger mit dabei zu haben. Na super. Ich werde mal der... Oh verdammt, das ist doof. Dass unser... ist das doof. Ich hoffe, die haben halt... Wegen Asashio, ne? Ah, shit. Hoffen wir, dass die Asashio bei uns ist. Hoffen wir, dass die Asashio vor der Akizuki aufgeht und die gleich kassiert entsprechend. Hallo Heldentod. Okay. Schal fährt hinter der Insel längs. Da rein kommen wir natürlich so nicht ran, aber die Schal würden wir rankommen, wenn er dort offen bleibt und wir ihn hier schießen können, oder? Nee, er ist zu nah an der Insel, wie es aussieht. Der wird hier aber zum Beispiel auch nicht einfach so reinfahren, oder? Sieht doch fast danach aus, als würde... Okay, unser Akizuki ist RIP. Unsere Akizuki stirbt. Ein Jahr seit deinem Charity-Stream Privat-Hype. Mr. Yala, vielen lieben Dank dir. Dankeschön für deinen Support. So lange auch schon. Vielen, vielen lieben Dank dir. Ich habe eine Odin auch noch reingefahren. Atago. Vorsicht, Baltimore, nicht sterben. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich glaube, ich werde HE auf den schießen, um Brände zu legen. Ich werde von den anderen beiden BBs angegriffen. Er möchte hinter die Insel fahren, das ist uncool. Akizuki, bitte stirb da nicht so einfach raus. Er pusht auf die Baltimore zu. Wir bleiben hier. So, Brand. Doppelbrand. Nase und Aufbauten. Sieht nicht mal danach aus, als hätte er Brandschutz geskillt auf seine Odin. Wenn ich schnell genug bin. Oh, er dreht wieder ein auf die Baltimore. Das ist perfekt. Dann kommen wir nämlich wieder ran mit der Secondary. Jetzt hat er gerade gerappt. Eigentlich müsste ich kurz die Salve drin halten. Wir fahren rückwärts weg. So. Da ist er direkt nochmal im Brand kassiert. Ja, der hat keinen Brandschutz drauf, Leute. Jetzt wäre AP natürlich besser gewesen. Volle Breitseite. Hab berechnet damit, dass er volle Breitseite zeigt. Schon zwei Schiffe verloren. DD und Kreuzer. Super. Andere Seite hat bestimmt die Asashio, deswegen drehen die da auch alle schon wieder ab. Jetzt wäre HE wieder besser. Keine Secondary oder was hat der auf seiner Odin drauf? Oder hat der den Winkel nicht? Hallo? Kann er mal bitte weniger Glück haben? Dankeschön. Endlich kommt wieder ein Brand. Er ist raus.
Talin in der Seite. Mit AP. Das tut weh. Mal schauen, ob wir gleich rechtzeitig AP geladen haben für ihn. Ob er sich, gierig wie er ist, dort hinstellt und versucht, es fertig zu machen. Schade. Anwinkeln. Eigentlich müssen wir jetzt wieder vorwärts fahren. Oh, der macht halt echt immer noch gut Damage gerade. Ich müsste vorwärts fahren wegen der Targo in der Seite. Wir können uns gleich wieder heilen, Leute. Oh, eine Zitadelle, schön. Wenn die Secondary jetzt endlich mal ein bisschen Damage macht noch mehr. Nice, er ist raus. Heal aktiv. Kommt nichts mehr von ihm an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, wo die Asashio ist. Komm, jetzt einmal richtig geile Genauigkeit, please. Doppelzieher weg, bitte. Nein, guckt euch mal die Streuung an. Nicht, oh, nicht eine. Schade. Wir fahren jetzt nach rechts hinter die Insel. Dann sind wir sogar zu, wenn hier keine Asashio ist. Können wir auch gleich mal überprüfen, ob hier die Asashio rumfährt. In unmittelbarer Nähe. Nein, tut sie nicht. Entweder sie ist... Ich glaube, sie ist wirklich dort hinten. Da ist ein Nebel auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Edinburgh, ey, wir können das noch gewinnen, Leute. Ich dachte gerade, wir verlieren das schon wieder. Aber das ist bei weitem noch nicht verloren. Jetzt kommt er mit AP. Leider. Weiß er schon, dass er das richtig macht. Ich muss kurz die Atago mit angreifen. Dass unser Edinburgh ihn rauskriegt. Der schießt weiterhin mit AP, ist okay. Schön, er ist raus. Jetzt schießt er mit HE, please. No, 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 no. Natürlich direkt ein Feuer. Musste sein, oder? 7 Sekunden noch. Komm, 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 komm. Mach bitte nicht zu viel Damage jetzt. Keine Heck-Zitadelle, schade. Ich denke aber, dass wir leider gleich rausgehen. Sei denn, wir kommen noch weg. Wir versuchen ihn vollends zu killen. Schade. Die haben immer noch die... Ich finde das krass, wie die drüben immer noch leben. Obwohl sie eine Asashio dort haben. Also ich meine, klar, zwei leben noch. Einer ist nur raus. Heftig. Edinburgh, get A. Wir haben Glück. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir nicht nochmal gebrannt haben gerade. Blue Eyes Chaos, hi. Mir geht's gut, dankeschön. Ich hoffe dir auch. Plus minus 0 nach 2 Stunden. Oh boy. Gesellsbär. Hi. Moin. Dankeschön für dein Follow vorhin. Cap A, Cap A, Cap A ganz schnell. Cap A ganz schnell. Edinburgh. Cap A ganz schnell. Edinburgh. Nur doof, dass unser DD leider gestorben ist, gleich am Anfang hier. Wir werden der Sashio niemals aufkriegen. Ich werde auch erst schießen, wenn wir näher dran sind.
Ihr bleibt sowieso noch kurz zu. Edinburgh fährt jetzt in A rein und versucht es zumindest. Problem könnte dabei allerdings sein, dass er... Okay, der wird er kiten oder wird er reinfahren und eindrehen? Wenn er eindreht, dann fährt er natürlich erstmal am Cap vorbei. Asashio direkt dort oben beim B-Cap. Shit. Vanguard da drüben. Komm, komm, komm. Jetzt bräuchte ich dann gleich den Spot. Da ist er. Go, go, Edinburgh. Das kriegst du hin. I try to help as good as I can. Aufbauten, aufbauten. Kriegt er die Aufbauten nicht getroffen in seiner Edinburgh? Er macht gar keinen Schaden. Oh, hör doch auf, mir 8000 zu geben, Vanguard! What? Oh, nice. Sie ist rausgetoppt worden. Edinburgh, jetzt hast du ihn aber. Jetzt hast du ihn aber. Oder Pingo hat ihn. Ah! Ah! Wie kann er so viel Glück haben? Mann! Irgend sowas verlieren wir vielleicht. Nice. Aprelle, Overpin, Aprelle, Overpin, Overpin, Aprelle. Die Asashio kann ja gar nichts mehr gegen die Kutuzov machen. Die kann aber gegen uns noch was machen. Die. Puh, was tun wir? Sie ist jetzt dort oben drin, okay. Ich komm weg hier. Na, jetzt haben wir jetzt erstmal zwei Caps. Damit überholen wir die auf jeden Fall. Wir haben die irgendwo hier drin. Die Asashio, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Aber damit sollte das gewonnen sein. Mein Hydro geht noch 50 Sekunden. Ich nutze dann gleich die Insel und fahre einfach weg hier. GG. Krass, wie wir das noch gewonnen haben. Ey, ich darf es nicht, nein. Ich darf es eigentlich nicht sagen. Ich will es nicht unken. Er war hier unten irgendwo. Bin immer noch offen. Dann ist er da oben. Ja, der Typ kriegt jetzt erstmal hier schöne... Spielt schlecht. Weil er die Position von seinem Asashio verrät, der Seppel. Bin immer noch offen. Jetzt testen wir mal kurz, wie lange wir offen bleiben. Vorne hat er sich eingenebelt. Na dann, Edinburgh. Mit deinem Hydro dürftest du ihn eigentlich easy rauskriegen. Allein deswegen würde ich Asashio, glaube ich, nicht im Ranked spielen. Es ist einfach zu abhängig davon, ob du viele BBs im Gegnerteam hast. Und gut, wir hatten jetzt viele BBs, aber da musst du auch wirklich liefern. Da musst du echt gut treffen mit deinen Torpedos. Gechinkst. Nein! Na komm, Edinburgh. Jetzt aber, volle Breite. Oh, guckt euch das an. Bam, in die Seite. Und direkt nächste AP-Salve rein. Und weg. Sehr schön. Person, moin. Sehr schön zu hören, Blue Eyes Chaos. Sehr, sehr cool.
ein Family Pack. Deep Waters. Nee, kann mir gestohlen bleiben. Aber. Oh, ich würde sagen, die war ganz schön spannend bis zum Schluss. Bis vor 2 Minuten vor Schluss. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Wir haben ja direkt unseren DD verloren. Wir haben die Baltimore dann verloren. Die Odin hat ihre Secondary gar nicht auf uns drauf gehabt. Möglicherweise hat er uns gar nicht angeklickt. Vielleicht im Stress gewesen. Whatever. Wir haben das überlebt. Und dann gegen den Kreuzer, dass wir da noch weggekommen sind. Hui, 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 hui. Nicht schlecht. Ich gebe den, glaube ich, am besten auch nochmal direkt ein Lob. Der Edinburgh. Und der Kutuzov auch. Die hat die Vanguard rausgetoppt. Junge, nice. Sehr gut gemacht, Leute. Sehr gut gemacht.